Ja, hallo? Ja, was gibt's? Was? Die Community wartet auf ein neues Flohmarkt-Video? Das letzte ist so gut angekommen, sie wollen mehr? Ja, perfekt. Ich war am Wochenende wieder auf dem Flohmarkt. Ich habe wieder viele, viele schöne, tolle Sachen gefunden aus der guten alten Zeit. Und klar, da mache ich einfach ein neues Video. Perfekt. Nichts leichter als das. Ja, Leute, ich möchte mich einmal ganz, ganz herzlich bei euch vielen da draußen bedanken. Das letzte Flohmarkt-Video ist wirklich durch die Decke gegangen. Ich habe sehr viel, sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen auf die Funde, die ich da gemacht habe. Also vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, es ist wirklich wieder Flohmarktzeit, denn ich war jetzt letztes Wochenende wieder auf dem Flohmarkt, bin wieder fündig geworden und das möchte ich euch jetzt hier präsentieren. Das Intro haben wir ja schon hinter uns und vor dem Intro habt ihr etwas gesehen, was ich in der Hand hatte und das ist tatsächlich auch mein erster Flohmarktfund gewesen. Denn ich habe tatsächlich ein Wählscheibentelefon gefunden. Und zwar, das ist nicht nur ein Wählscheibentelefon, sondern eins, wonach ich schon lange Ausschau gehalten habe, denn genau dieses Modell hatten wir früher, haben meine Eltern gehabt. Mit diesem Telefon bin ich quasi aufgewachsen. Das wollte ich immer schon einfach in meiner Sammlung haben, um es schön irgendwo als Deko zu platzieren, nicht um es zu verwenden, sondern als Deko zu platzieren. Und ich habe immer mal wieder auf eBay oder in Online-Foren etc. geguckt, aber die waren mir einfach zu teuer. Die wurden für 30, 40 € teilweise wirklich verkauft. Ja, und nee, das war es mir, diesen Spaß, sage ich mal, nicht wert. Aber die Flohmarktsaison ist da und wie gesagt, den habe ich auf einem Flohmarkt am ersten Stand wirklich, oder war es am letzten? Wir sind einmal kurz durchgelaufen und da waren noch nicht, wir waren sehr, sehr früh und da waren viele Stände noch nicht aufgebaut, genau. Und das war der letzte Stand, wie wir schon einmal rund gegangen waren. Und ich wollte erst nicht fragen, aber dann habe ich doch gefragt und die Dame hatte gesagt, sie hätte gerne 5 € für das Telefon und da habe ich auch überhaupt nicht mehr verhandelt, sondern ich war so froh, dass zu bekommen endlich, denn wie gesagt, das ist genau das, was wir hatten in Grün. Ja, und das Schöne ist, das Feld hier vorne ist noch nicht beschriftet und das gab es auch in verschiedenen Aufteilungen, meine ich. Ja, und ich habe es schon ein paar Mal gesehen, weil es hat einfach anders da ausgesehen, wie das, was wir damals hatten. Und genau so war unsere Aufteilung hier. Es ist noch unbenutzt, ich finde es total toll und es würde wahrscheinlich auch noch funktionieren. Ich habe hier. Ja, den Reset-Knopf, sage ich mal. Und wenn ich jetzt einfach mal wähle, ich halte es mal hier so ein bisschen einfach dran. Hört ihr das? Ich finde es einfach klasse. Und wenn man sich heute überlegt, wie lange das gedauert hat, bis ich jemanden angerufen habe und noch eine Vorwahl davor setzen musste, da habe ich ja 5 Minuten hier zu drehen versucht oder gemusst. Und dann habe ich mich vielleicht noch sogar einmal verwählt, eine falsche Nummer gewählt, da musste ich wieder von vorne anfangen. Und alle ihr Kinder da draußen, die vielleicht nicht mehr mit diesen tollen Telefonen aufgewachsen sind oder seid, wisst ihr, wie wir früher Leute, wo wir keinen Bock gehabt haben, mit denen zu telefonieren oder keine Lust gehabt haben, generell zu telefonieren, wisst ihr, wie wir die geblockt haben? Wir haben einfach den Hörer runtergenommen und haben zur Seite gelegt. Von der Gabel, genau, Gabel heißt es, zur Seite gelegt und dann konnte uns keiner mehr anrufen und wir hatten unseren Seelenfrieden gehabt. Das war wunder, wunderschön. Ansonsten war es auch immer spannend und es war vollkommen normal. Wenn man angerufen wurde, hat das Telefon geklingelt und stellt euch vor, man wusste nicht, wer dran ist, weil kein Display, nichts. Ja, und wie gesagt, ich finde es total toll, dieses Telefon, wie gesagt, es ist nicht das Telefon, was wir damals hatten, es ist das gleiche Modell in der gleichen Farbe etc. Und deswegen hat das, ja, freue ich mich da tierisch drüber, für 5 € dieses Telefon mitgenommen zu haben. Ich finde es total klasse und das wandert, wie gesagt, in meine Sammlung, beziehungsweise das wird sogar vielleicht in meinem Wohnzimmer so schön als Dekoobjekt aufgestellt. Ich bin mal gespannt, wo es am Ende stehen wird. Wie gesagt, ich habe mich tierisch gefreut. Ja, Leute, dann kommt ein weiteres Highlight für mich. Ein wirkliches Highlight, ein so skurriles Ding, was ich noch nie gesehen habe. Und auch da wieder vielen Dank an meine Freundin, weil
Ich habe das komplett auf dem Tisch des Anbieters, auf dem Flohmarkttisch übersehen. Sie guckte mich an und sagte, guck mal, das ist doch der Sylvester Stallone, oder? Und ich gucke so hin und denke, ja, das ist er. Und das ist Rocky. Und jetzt muss ich euch was zeigen. Ich finde es total geil. Guckt euch ihn hier mal an. Guckt euch ja mal den Guten hier an. Adrian! Ist das nicht geil? Ein weiteres skurriles Teil diesmal für meine Sylvester Stallone-Sammlung, für meine Rocky-Sammlung. Eine Boxer-Handpuppe, beziehungsweise eine Puppe. Wir haben hier so einen kleinen, das haben wir schon gemacht, so einen kleinen Stand benutzt. Aber ich kann dem Guten hier hinten, mal gucken, ob das klappt. Ich kann den Guten hier, ich habe hier zwei, vielleicht sieht man das, zwei Griffe hinten dran. Und dann kann ich boxen. Guckt euch das mal an. Ist das geil oder ist das geil? Eine Handpuppe. Und dann haben wir ein bisschen im Internet recherchiert. Und diese Puppe ist von 1982 und rausgekommen zu Rocky 3, Eye of the Tiger, das Auge des Tigers mit dem Gegenspieler Clubber Lang alias Mr. T. Ich mach dich alle. Okay, versuch's. Und Mr. T gibt es auch noch in dieser Puppenvariante. Ja, diese Handpuppe oder wie auch immer man es nennt, diesen Boxer, der ist von der Firma Rochus oder Royus, wie auch immer man es ausspricht. Ja, also irgendein Bootleg. Ich finde es total klasse. Man findet den auch im Internet hier und da und er hat immer solche komischen Gewänder. Ich mache jetzt mal den Stand hier raus. Solche komischen Gewänder an. Ja, also ich dachte erst, komm, der ist nicht original, der hat wahrscheinlich irgendwie so einen Boxermantel an oder so. Aber nee, wenn ich den im Internet suche, ja, dann finde ich wirklich ihn in den dollsten, ja, Kasperle-Theater-Gewändern, würde ich sagen. Ja, und ein absolutes, skurriles Highlight für meine Stallone-Sammlung. Ich finde es total klasse. Uff, uff, uff. Und auf die andere Hand, uff, 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 uff. Ja, total toll, wie er guckt. Eindeutig Sylvester Stallone. Ich finde es total klasse. Den konnte ich nicht gehen lassen und den habe ich mitgenommen für sage und schreibe 10 Euro. Am gleichen Stand habe ich noch mehr gefunden. Ich habe noch mehr gefunden und zwar habe ich ein Plüschtier gefunden aus dem Jahre 1997. Ich habe übrigens wir haben ein sehr tolles Gespräch mit dem Verkäuferpärchen, ein älteres Ehepaar gehabt. Die haben ein paar Sachen gehabt, die sie aussortiert haben. Und ich habe hier einen Wuschel, den Wuschel von der ARD Talk-Serie, Reportage von Brisant. Ja, das ist ja so ein Magazin. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Keine Ahnung, ich gucke kein normales Fernsehen mehr. Aber das ist so ein Magazin, wo es um die Dinge, aktuellen Dinge auf der Welt gegangen ist, was da passiert ist aktuell an dem Tag. Ich glaube, das war eine tägliche Sendung, Montag bis Freitag, glaube ich, im Abendprogramm. Und immer so ein bisschen Promi-Sachen auch noch dabei, ja. Und das war das Maskottchen mit dieser Knubbelnase. Ja, ein wunderschöner Zustand. Hier hinten das Zettelchen ist noch dran, 1997. Lizenz Bavaria. Hat mich gekostet auch 5 Euro. Und ich dachte mir, das ist ein witziges Ding. Ja, den nehme ich einfach mal auch mit. Ja, wie hat auch die Augen. Die Augen sind aus Plastik, aus Kunststoff. Ist auch nichts abgeschrammt oder so. Und wie gesagt, ich fand ihn super witzig. Und deswegen ist er jetzt auch der Wuschel, so heißt er, in meiner Sammlung. Ja Leute, und das war noch nicht alles, denn an diesem Stand habe ich nochmal zugeschlagen. Und zwar, ich weiß auch nicht, wo sie da ausgeräumt haben. Auf jeden Fall haben sie viele tolle Sachen gehabt. Und zwar, ihr kennt wahrscheinlich alle 80er-Kinder, alle 70er-Kinder kennen den Zauberwürfel von Ernel Rubik. Ja, und Rubik hat nicht nur den Zauberwürfel gemacht, er hat auch noch die Zauberglock gemacht, also die Zauberuhr gemacht. Ja, und auch dieses Teil haben sie da liegen gehabt. Das ist von Matchbox aus dem Jahr 1988, also auch schon einiges auf dem Deckel, dieses Teil hier. Und hier war es, ja, ist ein bisschen anderes
System wie bei dem Zauberwürfel, wo ich halt alle Farben auf eine Würfelseite bringen musste, sondern hier musste ich die Uhrzeiten, ihr seht ja überall verschiedene Zeiger, die in verschiedene Richtungen zeigen, und die musste ich hier durch Drücken der Knöpfe, ja, wenn ich diese gelben Knöpfe reindrücke oder rausdrücke, auf der anderen Seite ist nochmal das gleiche, und hier oben an diesen Rädchen drehe, dann bewegen sich immer verschiedene andere von diesen kleinen Uhren hier drin, und ich musste versuchen, oder ich muss versuchen, weil es geht ja noch, es funktioniert wirklich, alle Zeiger an eine Stelle zu bringen. Alle auf 12 Uhr zum Beispiel, alle auf 6 Uhr, alle auf 9 Uhr, wie auch immer. Ja. Und ein Geduldsspiel, ein bisschen Knobeln dabei. Und ich finde es total toll. Das Stück habe ich mitgenommen für 3 Euro. Und wie gesagt, die habe ich alle so nach und nach bei ihr gefunden, bei dem Pärchen gefunden. Und dann haben sie immer bessere Preise gemacht. Von daher quasi ein Konvolut auf dem Flohmarkt, am Flohmarktstand mitgenommen. Wie gesagt, 3 Euro für die Zauberuhr von Rubik. Ja, und tatsächlich das letzte oder das nächste, was ich bei diesem Pärchen gefunden habe, ist eine Spardose. Und zwar eine Spardose von dem guten Fred Feuerstein. Ja, die ist aus dem Jahre, Gott, jetzt ist das Licht schlecht, 92. Ja, ist auch noch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ich hoffe, das sieht man. Wie gesagt, ich blende ja natürlich immer Bilder ein. Hier hinten kann ich das Geld einwerfen. Da konnte ich noch den gute D-Mark einwerfen. Hier unten kann ich, ist auch noch das, der Schließmechanismus drin. Dieser kleine Deckel, den kann ich drehen und rausziehen. Und diesen Fred Feuerstein habe ich auch mitgenommen für, ich meine, 3 Euro. Ja, ich war an diesem Tag irgendwie in Laune, an diesem Stand ein bisschen Geld zu lassen. Und ich finde, wie gesagt, wenn man sich mit den Leuten gut versteht, wenn man okay ist, nenne ich es mal, mit dem Preis, der veranschlagt wird, dann werde ich da auch nicht viel rumdiskutieren. Wieder 3 Euro fand ich vollkommen okay und habe diese Fred Feuerstein Spardose mitgenommen und die wandert jetzt auch in meine Sammlung. Ja Leute, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, da ging es ja um die Flohmarktfunde von Karl May, ich habe von Big Jim, ich habe hier Karl May Figuren gefunden und auf diesem Flohmarkt hier, ich weiß auch nicht, was dieses Jahr los ist, habe ich wieder was von Karl May gefunden. Diesmal keine Figuren, sondern ein FX Schmidt, war es glaube ich, genau, Schmidt Spiele, ein Kartenspiel und zwar Untergeiern. Untergeiern ist einer meiner Lieblingsfilme aus den Karl May, ja, aus der Karl May Reihe der 60er Jahre mit Pierre Priest, mit Lex Barker und Untergeiern. Spielt Pierre Priest natürlich den Winnetou, aber hier spielt kein Old Shatterhand mit, also kein Lex Barker, sondern wie hier auf dem Kartenstapel abgebildet auf der Frontkarte, hier ist Stuart Granger alias Old Surehand. Stuart Granger als Old Surehand ist Nummer 1 im Wilden Westen. Ja, und Untergeiern ist ein ganz besonderer Film für mich, denn wir hatten früher, wie fast jeder zu Hause, einen Videorekorder und haben immer Filme, Leerkassetten geholt, Filme aus dem Fernsehen aufgenommen, die Kassetten dann immer schön beschriftet, sogar Buch geführt, die Kassetten nummeriert und dann immer in dem Buch geblättert, Kassette 1, ist der Film drauf, etc. Immer 2 Filme pro Kassette. Und Untergeiern hatten wir auch irgendwann aus dem Fernsehen aufgenommen und auf dieser Kassette. Der zweite Film war Der Ölprinz, ebenfalls Karl-May-Verfilmung. Und diese beiden Filme habe ich, oder diese Kassette, sage ich mal, habe ich so oft angeschaut. Ja, so oft Samstag, beziehungsweise Sonntagmorgen immer als Fernsehfilm. Ich durfte ja immer morgens immer einen Film sonntags dann nach dem Frühstück so gucken. Hat sich abgewechselt zwischen Rocky etc. und so weiter, aber und James Bond auch und halt den Karl-May-Filmen und wie gesagt Untergeiern und Der Ölprinz waren Filme, die ich kann es euch gar nicht sagen, wie oft dutzende Male ich die geschaut habe, ja. Und als ich das Quartett hier gefunden habe, das Spiel, ja, es ist natürlich komplett, es ist noch in der Originalbox mit dem Deckblatt, wie gesagt, dabei, auch der junge Götz George hat zum Beispiel mitgespielt, Elke Sommer hat mitgespielt, ja, die Karten sind komplett hier. Ja, und auch dieses Quartett oder dieses Kartenspiel habe ich für 2 Euro mitgenommen. 2 Euro, da habe ich nicht verhandelt. Ja, es ist komplett, es ist eine Originalverpackung. Ich finde es wunderschön. Und auch das
denke ich mal, ich habe nur so kleine Quartettsammlung, Kartenspielsammlung, aber das wird eventuell auch zu meinen Karl May Big Jim Figuren wandern, um da ein bisschen so das Display ein bisschen aufzuhübschen mit einem schönen Kartenspiel, mit einem schönen Frontcover. Tja, ich bin Schuhhand, aber ob ich nun so berühmt bin? Ja Leute, das war noch nicht alles. Ich habe noch ein Highlight, das hebe ich mir für den Schluss auf. Aber heute war wirklich, oder bei diesem Flohmarkt war wirklich querbeet alles dabei und ich habe auch ein bisschen Musik gekauft, mal wieder. Ich habe Schallplatten gekauft. Und zwar die erste ist von 1988 und zwar habe ich hier die Fine Young Cannibals The Raw and The Cooked. Diese Schallplatte hier habe ich früher als Kind, ich meine, das ist rausgekommen, da war ich 10. Trotzdem habe ich anscheinend schon Musik gehört, weil die habe ich auf Kassette gehabt. Die Kassette habe ich nicht mehr, ich finde sie nicht mehr, aber jetzt habe ich das Ganze auf Schallplatte. Und das bekannteste Lied, wieso ich mir damals auch die Kassette geholt habe, war She Drives Me Crazy. Cooles Lied, finde ich immer noch gut und höre ich mir immer noch von Zeit zu Zeit an. Die zweite Schallplatte, insgesamt 3 Stück habe ich mir geholt. Die zweite Schallplatte, und das geht immer, finde ich, ist Phil Collins, But Seriously. Ja, auch eine schöne Platte, ebenfalls, nee, sogar, Moment, ich gucke, von 1989 ist die, auch wunderschöner Zustand. Die Platte ist in einem neuwertigen Mint-Zustand oder Near-Mint-Zustand, sagt mir ja bei den Platten genauso wie bei Figuren etc. Gibt es ja dieses Einstufung, nenne ich es mal. Und das wahrscheinlich bekannteste Lied hier auf dieser Platte ist, wer weiß es, ein Lied, das ich auch ab und zu höre, wenn es mir vielleicht nicht so gut geht und dann immer wieder denke, wie gut es mir doch eigentlich geht, nachdem ich das Lied gehört habe, ist Another Day in Paradise. So, und die dritte Platte, die ich mir geholt habe, alle 3 an einem Stand, ja, und habe für alle 3 zusammen, das kann ich jetzt schon mal sagen, 5 Euro insgesamt bezahlt. Er wollte 2 Euro pro Platte haben und habe ich 3 Stück für 5 bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wer von euch diese Sängerin, die Interpretin kennt. Ist wahrscheinlich nicht so bekannt wie Phil Collins, aber es ist Martika. Martika hat 2 auf jeden Fall Hits gehabt, sage ich mal, die auf diesem Album verewigt sind. Und zwar ist das einmal Feel the Earth Move. Ja, das ist ein etwas schnelleres Dance-Lied. Und ein wunderschönes Lied, was ich finde, oder das ich finde, dass es ein wunderschönes Lied ist, ist Toy Soldiers. Ja, und Toy Soldiers ist wirklich ein klasse Lied. Wenn ihr es nicht kennt, hört es euch mal an. Ich finde das mit diesem Chor, ich finde das so toll. Und auch diese Platte ist von 1988 auch in einem wunderschönen Zustand. Sowohl die Hülle, das Cover, wie auch die Platte selbst. Und wie gesagt, 3 Platten für 5 Euro ist ein No-Brainer, oder? Was sagt ihr? Ja Leute, dann könnt ihr mal sagen, ob ich zu teuer eingekauft habe oder ob es vollkommen okay ist. Es gab einen Stand mit, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Dutzend Brettspielen aus allerlei, ja, Richtungen, sage ich mal, was das Spielerlebnis angeht. Und eins hat es mir angetan gehabt, das habe ich mir geholt. Es ist komplett, es ist aus dem Jahr 1978, mein Geburtsjahr. Und zwar das Monchichi-Spiel von ASS Schmidt-Spiele. Ja, das Spiel ist komplett, ja, in einem sehr, sehr schönen Zustand. Die Kanten haben so gut wie keinen, ja, Abrieb, keinen Knick, keinen Stoß, wie auch immer. Ja, sehr, sehr schön. Und ich mag ja die Monchichis auch. Ich hatte früher so ein paar von diesen kleinen Kerlen auch als, ja, Plüschfigur. Nennt man das Plüschfigur? Weiß ich gar nicht. Aber diese kleinen Kerlchen habe ich früher gehabt. Und dieses Spiel, wie gesagt, ein sehr schöner Zustand. Und da habe ich 4 Euro für bezahlt. Ich denke, das ist okay. Wie gesagt, ihr könnt es ja mal in den Kommentaren verewigen, was ihr dazu sagt. Monchichi-Spiel 1978, komplett schöner Zustand, 4 Euro. Ja Leute, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight des Flohmarkts. Oder, ja, ja, ich tue mir schwer, die Stallone-Puppe, Adrian,
War schon ziemlich cool, dass... Hallo, hallo. Telefon war richtig klasse, dass ich das endlich gefunden habe. Aber trotzdem, ich habe was gesehen und den habe ich mir geschnappt. Es handelt sich um eine Gummifigur aus dem Jahre 1964 von der Firma Göbel, die auch damals die Mainzelmännchen, Gummifiguren und so weiter und viel, viel mehr rausgebracht haben. Diese Figur ist aus einer Fernsehserie. Die Serie wurde, glaube ich, von 1960 bis 68 produziert. Es gab 17 Folgen, meine ich. Ja, und es handelt sich, ich habe ihn hier in einer Box, den hole ich gleich aus der Box nochmal raus. Ich habe hier den Telemekel. Der Telemekel ist aus einer Fernsehserie, wie gesagt, einer Schwarz-Weiß-Serie aus Deutschland. Ja, ich hole ihn mal hier raus. Und wie gesagt, ist von Göbel 1964. Eine sehr, sehr schöne Figur mit echt Haar oder echt Fell, denke ich mal. Ja, mit einem Schwänzchen dabei. Und dieser Telemekel, die Serie hieß Telemekel und Teleminchen. Ja, dieser Telemekel ist ein, ja, ein Kobold, nenne ich es mal, der bei einem Mann zu Hause wohnt, ähnlich wie der Pumuckl und da allerlei Schabernack treibt. Ja, dieser Telemekel kann aber im Gegensatz zum Pumuckl nicht sprechen, sondern nur quietschen. Und der quietscht auch noch so ein bisschen. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Es gibt, wie gesagt, noch das Teleminchen. Das ist quasi ein weiblicher Telemekel, wenn man so sagen kann. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ja, und die ist dann in der zweiten Staffel dazugekommen, ja, damit der hier auch einen, ja, Gegenpart hat, sage ich mal, mit dem er harmonieren kann, außer halt dem, dem Mensch, dem Mann, der dabei ist. Ich komme jetzt nicht auf den Namen des Schauspielers, leider Gottes. Aber ja, die ist in der zweiten Staffel dabei und diese dieses Teleminchen konnte nicht quietschen wie er, sondern die konnte mit den Augen klimpern. Ja, kann ich jetzt leider nicht nachmachen, meine Augen klimpern nicht. Aber ja, ich finde den sehr schön, als ich den gesehen habe. Die sind, muss ich sagen, super, super selten. Ja, es gab mal einen Bericht in Bares für Rares in der Fernsehsendung mit Horst Lichter. Da war der auch mal drin. Da ist der für 150 Euro, glaube ich, verkauft worden. Leute, der ist von 1964. Ja, wir haben 2024. Der ist 60 Jahre alt. Ja, diese Figur. Also, die darf auch mal ein bisschen Haare verloren haben. Das geht mir genauso. Hier oben kommt auch die Platte langsam, ja. Das bleibt nicht aus und ich bin jünger wie er hier. Also ich finde ihn wunderschön. Ein, ja, Fernsehzeitzeugnis, nenne ich es mal, ja. Und er passt wunderschön in meine Sammlung. Den gebe ich auch nicht her. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Dieser, ja, der, ich finde allein den Namen geil. Telemekel. Ja, wenn ihr es wisst, wofür Telemekel steht, ist das eigentlich nur der Name dieser Figur oder steht da irgendwas dahinter? Das ist eine Abkürzung, was auch immer. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr ihn kennt, dann natürlich auch. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Resonanz auf diese Figur hier ist. Hier, ich finde ihn wahnsinnig toll. Es freut mich so ungemein, dass ich ihn gefunden habe. Der ist einfach klasse. Ich packe ihn jetzt auch gerade wieder hier in dieses Case rein, mache den Deckel zu und dann ist er wieder in, ja, seinem Case. Dieses Case wird auch in meiner Sammlung hier irgendwo schön hingestellt und ich freue mich richtig, Telemekel zu haben. Es gibt das Teleminchen wohl auch noch, ja, habe ich aber noch nie wirklich live, nenne ich es mal, gesehen. Ist auch das erste Mal, dass ich ihn hier wirklich in der Hand hatte und ich hatte ihn einmal in der Hand und ich konnte ihn nicht mehr gehen lassen. Ja, Leute, das waren die Flohmarktfunde. Die Ausbeute des letzten Wochenendes. Nächstes Wochenende steht schon wieder der nächste Flohmarkt an. Aber jetzt seid ihr wieder dran. Sagt mir, wie haben euch die Funde gefallen? Was findet ihr super? Was sagt ihr? Das hätte er auch ruhig liegen lassen können. Das interessiert doch keinen. Ja, lasst es mich wissen. Ja, ich freue mich immer über euer Feedback. Ich harmoniere, beziehungsweise ich harmoniere. Ich hoffe, ich harmoniere gut mit euch. Ja, aber ich interagiere sehr, sehr gerne mit euch. Ich beantworte immer noch wirklich jeden Kommentar von Herzen. Es freut mich einfach, wenn ihr Gefallen an meinen Videos habt.
Und ich freue mich, so geht's weiter, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, hallo, hier ist der Retro-Rauner. Bis dahin, Leute, macht's gut, euer Retro-Rauner.